So, Leute, wir haben es wieder geschafft. Wir haben uns den LKW geschnappt und ich hoffe, aber dass... Aber du siehst, dass keine Zeit abläuft. Ja, aber irgendwie war es da wohl eine Zeit. Wahrscheinlich... Ist das die Zeit für die Ionen, die zu lange brauchen? Ich habe die nicht gesehen, die Zeit. Keine Ahnung. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt gleich nicht die ganzen Leute wieder auf den Bretter. Ja, fahr einfach. Ansonsten ist das ein Bug im Spiel. Da sind sie. Moin. Oh, ja, toll. Ja, die sind gespawnt, hast du gesehen? Nee, nee, die waren schon da. Bei mir sind die einfach gespawnt hier. Ja, liegt wieder an deinem Vogel, V. Schlechte Leitung, er hatte. Oh, 199 Meter, weiter, 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 weiter. Ach, da ist der andere LKW, den müssen wir wahrscheinlich zurückbringen. So, weiterfahren, 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 oder? Da rein, rechts rein. Lass die Dame erstmal vorlaufen. Ne? Oh. Kommt so gar nicht rum. Ja. Räumen wir mal den Zaun weg, ne? Ja. So, erledigt. Alles aussteigen. Und nun? Reden, da, mit ihm reden. Warte. Mach dir mal an. Hey, du. Wir hören nichts. Nee, der sagt doch nichts bei mir. Okay. Muss ich mit ihm reden? Ja, mach mal. Hallo? Bei mir sagt er auch nichts. Ah, müssen wir jetzt den anderen LKW? Kommen Sie. Müssen die austauschen. Ah, wieder zurück? Na sicher. Los. Scheiße. Beeilen Sie sich. Zeit tick-tack. Dann haben wir das Sneaky. Naja, ob das so sneaky bleibt. Ich stelle ihn da einfach hin und dann... Ja, weg. Ja, und dann wieder weg. Aber fällt da nicht auf, dass der weg ist? Ne? Nein. Ich hoffe nur, dass die Typen da im Haus jetzt auch drinnen sind, wenn wir da vorbeifahren. Ja, wir müssen ja noch nicht aussteigen, aber wahrscheinlich wird das gleich Ramsi-Bamsi gehen. Wir werden gleich Stress kriegen, weil das wird alleine schon auffallen, wenn wir den LKW wieder abstellen. Weil der ist jetzt mit C4 gefüllt. Das ist richtig. So, erledigt. Ah! Hä? Ja, Herr Ochse, Sie waren zu langsam. Alter, was ist das für eine Scheiße? Ich habe keine Zeit gesehen. Tut mir leid, die abgelaufen wäre. Das gibt's doch gar nicht. Wir machen Folgendes. Das bringt nichts. Doch, das bringt was. Ja, hallo? Habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, ich auch nicht. Aufklären, wie machen das jetzt schon aus dem FF? Ist ja schon die 100. Folge. Ich habe das jetzt nicht verstanden, wirklich nicht. Also ja. Das war jetzt für mich ein bisschen zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu viel. Weil ich hab das nicht verstanden, warum die Zeit, aber was für Zeit bitte? Ja, wir müssen da wahrscheinlich schnell rein, schnell raus und LKW. Einfach durchrennen, kommen Sie. Einmal aufklären, können Sie ja machen, damit wir nicht ganz blind da reingehen. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Ich nehme den wieder am Holzfällerlager. Leute. Das nervt. Das nervt. Ja, nervt. Vor allen Dingen, wo ist der denn überhaupt am Holzfällerlager? Ach, jetzt rennt er hier rum? Nee. Wo ist denn der? Kannst du mal bitte aufklären? Der ist da. Ach, da ist er. Hab noch einen Tango. Drittes Ziel. Macht 5 Tangos. Oh, so sehe ich aber gar nichts. So, Holzfällerlager ist down. Ich gehe näher ran. Ziel Nummer 5. Tja, müssen wir uns beeilen. Da müssen wir alles geben. Mit dem Reden, zack. Ab in dein Häuschen da. Mach den Typen aus dem Häuschen. Ja, ich mach jetzt. Ansonsten fahre ich da alleine in den Truck da lang. Ich meine, ja, das wäre auch eine Idee, ne? Dass einer da hinfährt und der andere dann eben halt nach Möglichkeit die alle wegmacht. Ja, können wir gerne ausprobieren. Falls das nötig ist. Macht ihr in dem Häuschen weg? Ja, ich fahre den Wagen. Dann bleib du hier.
Ich fahr. Oder soll ich fahren? Ne, ich fahr schon, bin schon unterwegs. Ich bleib mal hier. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Zeitlich, Zeit abgelaufen, ey. Es läuft keine Zeit, ich sehe. Ja, wahrscheinlich ist halt die Zeit, bis der Promo-Truck gebraucht wird oder so. Und dass die den dann holen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch irgendwie nicht. Ich bleib hier jetzt stehen. Ja, ja, ich weiß. An dem alten kaputten Stapler, ist das okay? Ja, ja, und ich komme da mit meinem Auto hin. Okay, ich warte jetzt hier. Also ich möchte auch nicht hier, wer weiß, wie brettern müssen mit so einem 7,5-Tonner. Vor allen Dingen ist der voll mit C4, ich bitte euch. Das ist, das ist mehr als ein 7,5-Tonner. So, jetzt bringe ich den einen Wagen dahin. Aber dass der nichts erzählt hat gerade auch, das war auch so. Zack, dumm. Wagen ist da. Jetzt muss ich mit dem reden. Zack, ne, der redet nicht. Der sagt nur, ich soll den anderen Wagen nehmen. Jetzt kommt das Markierungssymbol. Schnapp ich mir den anderen Wagen. Beeil dich. Alter, ich schnapp mir den anderen Wagen. Seit wann ist das so? Ist egal. War das schon immer so? Ist man nicht durchgerutscht? Ich glaube, wir spielen zu viele Spiele. So, weiter geht's. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Sonst wissen wir doch mal, wenn der als erstes reingegangen ist, war der Pfarrer, ne? Komm einfach hier hin. Aber das wird nicht so leicht ablaufen, glaube ich. Hauptsache, kommt nicht wieder, die Zeit ist abgelaufen. Versucht den Wagen nicht zu schrotten, das ist schon mal das A und O. Hm, das wäre ganz gut. 500 Meter, 400 Meter. Ja, wir waren ja jetzt eigentlich noch schneller als schnell. Da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie. Muss ich den da wieder hinstellen, wo ich vorher stand? Ja, komm einfach hier hin. Ja, ja. 21 Meter. Komm her, stell ihn ab. Komm raus. Komm her. Und nun? Jetzt? Und jetzt? Wie jetzt? Ich hab dir jetzt da hingestellt. Was müssen wir denn jetzt machen? Ich weiß nicht. Die wahrscheinlich alle wegmachen. Na Leute, was machen wir jetzt? Du hast ihn doch jetzt hier hingestellt. Normal müsste uns doch ein Ziel angezeigt werden, was wir jetzt machen müssen. Ja, eigentlich schon. Ne? Verlassen die das Gebiet, ohne entdeckt zu werden. Ah, okay. Komm raus. Komm, wir hauen wieder ab. Selber Weg, selber Weg. Schon sind wir draußen. Tada! So, nu? Moment, ein paar Explosionen und El Chido hat die Hosen voll. Er hat Schiss vor rivalisierenden Kartellen. Also wurde das Konzert verlegt. Worum geht's? Um den höchsten verschissenen Gipfel in Malka. Besucher dieser schwer befestigten Bergspitze können die schöne Aussicht und eine riesige Statue von Santa Muerte genießen. Und es gibt nur eine Zugangsstraße. So, der ist hochgegangen, der LKW. Mhm. Wenn Sie wollen, schnappen wir ihn bei der Abreise. Zu riskant. Nach der Show verzieht sich El Chido auf dem schnellsten Weg nach Mexiko. Die beste Gelegenheit, und toll ist sie nicht, ist meiner Ansicht nach während des Konzerts. Scheiße. Okay. Wir holen uns Eintrittskarten und versuchen, El Chido nach dem Konzert mitzunehmen. Das interessiert überhaupt keiner, dass das Ding brennt. Ja, finden Sie El Chido am Fahrrad? Warte, ich mach nochmal ein Foto, komm mal her. Ja, warte, guck mal eben. Ach, da mit ist dem brennenden LKW im Rücken. Mit dem brennenden LKW. Mach ich mal eben schnell ein Foto. Oh, der ist jetzt schon verbrannt. Kommen Sie mal neben mich irgendwie so. Gott, bleiben Sie stehen. Ist schon ein bisschen kurios gewesen, jetzt die ganze Geschichte, finde ich. Ja, ein bisschen buggy irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja. Vor allen Dingen, weil er ja nichts erzählt hat, ne? Hm. So, wir schauen mal auf die Karte, Leute. Da ist jetzt der Haupteinsatz. Da ist der Haupteinsatz. Und das ist der letzte Einsatz, den wir machen müssen. Hm. Santa Muerte. Finden Sie El Chido am Veranstaltungsort. Passt das denn alles so, ja? Psst. Santa Blanca will El Chidos Konzert unbedingt veranstalten. Psst.
Mal schauen, ob sie das ohne ihren Star schaffen. Schnappen sie El Chido. Jawohl, Heli. Psst. Was denn? Ja, die hat gerade geredet. Ja, die hat nur gesagt, dass wir sie schnappen sollen. Naja. Heli holen? Moment, ich versuche das auch mal. Wie macht man das? Fahrzeugabwurf, ne? Ja, und dann mit Q und E können sie auf den Heli schalten. Q und E. Uli, dat Heli? Nee. Boah, einfach nur ein Heli. Ein Hubschrauber. Abbestellen? Hä? Abbestellen steht da? Hä? Warte mal, ich guck mal selber. Ein Hubschrauber abbestellen steht da. Abstellen! Mann, setz die Brille auf! Fahrzeuge, warum bitten wir die Rebellen darum? Hier, komm, der steht hier. Komm her. Komm her. Ich bestelle ihn mal eben ab hier, den Herrn Hoxen. Bestell mal den ab, ich wollte ihn wieder gar nicht. Leute, wenn ihr den Herrn Hoxen wollt, ich kann ihn abbestellen. Ja, genau, bestellt mich ab. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das war ja. Naja, egal. War doch eine schöne Mission. Also ich fand die Mission schön. Ja, vor allem, weil wir uns so doof angestellt haben. Deswegen war die schön. Nein, ne? Weil wir nicht gestorben sind. Ich? Nein, wir sind nicht gestorben. Ach, gucken Sie mal. Oh, die Kirschblüte. Gucken Sie mal. Ist das nicht ein schönes Bild? Oh. Bringen Sie da oben hin jetzt. Nee, Foto. Nee. Die Kirschblüte und das Foto. Ja, machen Sie doch ein Foto. Ist mir doch egal. Ich brauche die Kirschblüte nicht. Jetzt machen wir. Oh, das ist so schön. Oh, herrlich. So. Da oben müssen wir raus. Wieso fotografieren Sie jetzt in einer Tour? Ich fotografiere gar nicht. Gar nichts. Ich höre hier nur klick, 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 klick. Ja, bei mir ist das nicht. Also ich fand die Mission so schön, nur das hat mit der Zeit. Die wurde ja nicht angezeigt, habt ihr ja gesehen. Oh, guck mal, was ist das hier unten? Mausoleen oder was? Da waren wir vorhin. Nee, hier ja, waren wir. Ja, da haben die Leute mitgemacht da. Gedächtnis wie ein Sieb, die Dame. Das war doch ein anderer Friedhof. Nein, das war der. Ich habe da keine Mausoleen gesehen. Ja, du bist ja auch blind. Ja, ja, abbestellen, ne? Von wegen genau. Abbestellen. Herr Hoxen, Sie müssen jetzt den Heli abbestellen. Ich bestelle die auch gleich ab, wenn du so weiter machst. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich, da kommt so eine Erinnerung. Kann mich mal dran erinnern, dass wir da oben ein Foto gemacht haben. Mmh. Guck mal, die Straße, den Berg hoch. Cool. Mhm. Ich glaube, dieses Plateau hier ist schön. Das gefällt mir auch, dieses Plateau. Und zwar das höhere da rechts. Ein Stück höher. Da können Sie den schön einparken. Guck mal, Alpakas. Was? Da laufen Alpakas rum. Oder sind das Lamas? Ich weiß es nicht. Ich sehe nichts. Ja, Sie sehen sowieso nichts. Seien Sie ruhig, sonst dürfen Sie gleich nirgendwo aussteigen. Na, was sagen wir? Hm? Ja, gelandet. Was soll ich denn sagen? Sagen sie. Da ja, kommt schon der erste Lama, rennt schon weg, weil das riecht dich. Was für ein Lama? Hier ist überhaupt kein Lama. Nee, ich trau mich nicht. Don't press me, klar, immer her. Ach du Scheiße. Du bist echt ein Genie. Ich glaube, du nervst. Hua. Wer redet da? Schon wieder Singleplayer. Was ist hier los? Haben Sie das gehört? Singleplayer gemacht. Da kommen wir mal hier. Die ganzen Alpakas hier oder Lamas. Hier, Verwandte von dir? Ach, da sind welche, ja. Nein, nein, ich meine nicht hier. Dass ich, ach Gott. Oh, Unidad, nee. Nee. Nicht schon wieder. Ja, den Unidad, den musst du wegmachen. Der ist einzeln. Der hat damit nichts zu tun. Das sind zwei Unidads. Ich sehe sie gerade. Komm mal lieber wieder zurück. Ich kann ja mal... Oder ich mach sie weg.
Warten Sie, ich kann den einen wegmachen und Sie machen den anderen weg. Ja, wie heißt Sie den einen? Den Schafi machen Sie weg und ich den anderen. Aber warten Sie, bis ich in Position bin. Ja, dann machen Sie aber schnell. Ja, ich weiß, Sie haben den nervösen Finger. Den haben Sie ja immer. Sagen Sie mir Bescheid. Ich könnte. Nein, Sie könnten noch nicht. Doch. Und ich muss auch jetzt. Komm. Ja, Sie können. Ziel eliminiert. Gut. Hat doch nichts mit meinem nervösen Finger zu tun. So, ich nehme mal eine Dröhne. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Guck mal, da liegt sie schon wieder am Bauch. Die steht die total drauf. Ach du Scheiße. Ich hab's. Guck mir das auch mal an. Ja. Da ist der König. Ja. Und den müssen wir erledigen? Ach nee, da ist der König! Der hat alles gleich ein Lied zu wenig. Alles aufgeklärt. Alles? Nee. Das schnappen Sie sich El Chido, den müssen wir uns schnappen. Alles aufgeklärt ist noch lange nicht. Doch, ich habe alles, hier ist alles aufgeklärt. Komplett. Nee. Alles aufgeklärt. Ist noch nicht. Doch, alles. Hier ist nichts mehr Yelp. Wie sollen wir uns den denn schnappen? Weil ich gerade. Können wir von hinten? Könnten von hinten, oder? Hinten den Berg hoch, den kleinen Kamm hoch, dann oben an dieser komischen Säule, an dieser Buddha-Säule vorbei. Und dann ab auf die Bühne, oder? Ja, du siehst die alle links um den rum so, ne? Und die hier so rumlaufen, die siehst du alle. Ja, die sind aber alle im Festivalbereich. Vielleicht sehen die uns ja gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Nee, das machen die gar nicht. Wir fallen ja auch nicht auf, ne? Nee, wir sind ja sneaky. Wieso sind die jetzt alle weg? Jetzt kommen sie wieder? Leute, seht ihr das? Ja, du hast echt Probleme mit deinem Vogelfau. Ich glaube, wir dürfen nicht mehr so lange aufnehmen. Ich glaube auch. Oh! Der sieht mich schon. Der sieht mich schon, der Sack. Wer sieht mich denn da? Ja. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Keine Ahnung. Ich glaube, sie haben Probleme mit ihrem Ding. Ach, du bist ja schon wieder ganz woanders. Ach, da oben ist einer. Du bist ja auch schon wieder weitergelaufen. Ja, ich bin... Ohne, dass jemand sagt. Und das ist das, was ich meine. Ich hab doch gesagt, ich gehe von hinten. Die Dame möchte sehr gerne im Ding spielen, im Multiplayer. Das stimmt, jetzt seien Sie ruhig. Was ist denn mit denen hier vorne, die beiden? Wegmachen oder ja oder nein? Im Moment noch gar keinen wegmachen. Warum denn nicht? Weil ich versuche, das sneaky zu machen, den einfach zu schnappen und abzuhauen. Ja, da bin ich mal gespannt. Über die Berge weg. Ich komme mal mit. Aber der da oben steht da. Pass auf, krabbeln. Der guckt genau hier runter. Wenn der sich umdreht und weggeht, dann müssen wir einmal rüber da. Du brauchst ja nur ein Stück runter gehen, dann sieht er dich nicht mehr. Dann hast du den Bärchen in Deckung. Nee, so Bärchen. Ja, sicher. Komm hier runter. Warten Sie mal, ich habe eine andere Dai. Oh. Ich krabbel mal hier ein bisschen. Ja, der andere ist ja auch da oben. Aber wenn wir kriechen, passiert gar nichts. Sieht zwar lustig aus, wie wir hier so lang kriechen. Und hinten wieder hochkriechen. Wir müssen ja einmal rüber. Und dann schnappen wir uns den und dann nehmen wir den in Gewahrsam und gehen einfach hier. Und dann rufen sie einen Heli und dann steigen wir mit dem in den Heli. Was halten sie davon? Das ist eine geile Idee, ne? Ja, ganz toll. Die könnte fast glatt von mir sein, sagen sie schon. Mhm. Ich traue mich gar nicht aufzustehen hier. Kann ich? Wenn wir da hinten an die Bühne kommen, das wäre cool. Das geht. Zumindest sah das so aus. Aber wir müssen noch weiter rüber. Nicht da, wo Sie jetzt sind. Noch ein Hügelchen weiter. Hügelchen. Ein Möppi. So. Oder Sie schnappen sich den und ich rufe den Heli. Ich würde den ja gerne schnappen, aber... So, ich bin an der Bühne. Wenn Sie mir jetzt noch sagen, wie ich da rankommen kann, dann wäre das gut. Ja, hier so, da hoch krabbeln. Wieder so hoch. Sie können auch kriechen.
Das riecht ja nicht. Du musst ja sowieso irgendwann mal aufstehen. Hier sind einfach zu viele. Kriechen sie einfach zur Bühne. Dann sieht man sie, glaube ich, nicht. Kriechen. Ich werde hier unten werde ich einen Heli versuchen zu, aber ich hoffe, der kommt hier unten hin. Warten Sie doch einfach mal. Ich kann ja schon mal testen, wo der dann hinkommt. Nee, hier komme ich auch nicht lang. Ich muss hier hinten lang, das bringt nichts. Ich komme da nicht ran. Ja, jetzt hänge ich fest. Oh, ah, ja, der Heli ist ein bisschen weiter weg. Oh Gott. Können wir ein Auto hier unten irgendwie? Warte mal. Auto könnten wir. Wir könnten natürlich auch Mörserangriffe, das bringt uns nichts. Wir müssen ja den Typen machen. Die sehen mich doch alle. Wie soll ich denn da rankommen? Ja, gehst du mal zur Bühne und holst du den. Ja, schleichen. Und vor der Bühne stehst du auf und holst du den. Meinst du, die. Das geht nicht. Komm hier oben hoch. Ja, ich komm. Mein Gott, nee, ey. Du Schlaumeier, ey. Das geht nicht. Da kommt wieder einer runter, der geht immer hin und her. Leute, seht ihr das? Boah, hm. Da komme ich nicht ran. Oh, oh, mich sieht was. Sind alle in Aufruhr. Was ist da los? Ja, toll. Ja. Haben sie sich hier ausgezogen oder was? Bleib unten. Juck dich einfach. Ja, haut ab. Die kommen jetzt alle wieder. Nee, ja, wie willst du das denn machen? Mal, wir sind ja 29 Meter von denen entfernt. Ne? Ja, der ist auf der Bühne. Die erschießen mich doch alle. Ach, du bist der beste Freund. Ich versuche es jetzt. Bist du bereit? Ja. Ich versuche einfach den zu holen. Wir sehen das. Nee, sobald ich alle auf die Bühne will, sieht man mich. Ja. Es sind wieder 20, 30 Leute weg. Wir müssen uns den schnappen oder müssen wir den töten? Nee, schnappen. Aber vielleicht können wir für eine Ablenkung. Ah, pass auf, der sieht uns. Scheiße. Ja, jetzt hole ich ihn mir. Das ist egal. Der haut ab. Der haut ab. Lauf. Wo ist der? Da kommen welche auf uns zu. Ist mir egal. Ich will den Typen haben. Boah, ich bin gleich tot. Der haut ab. Ja, wir haben Heli stehen. Ja, komm, lass das sein. Das ist scheiße. Wir müssen die wegmachen. Ach, scheiße. Weil der haut ja ab. Das macht ja keinen Sinn. Ja. Ja, Leute, ich würde mal sagen... ja, aber wenn der abhaut, dann haben wir ein Problem. Ja, weil der darf ja nicht abhauen. Ja, wie willst du das machen, wenn wir die. Ja, wir müssen die alle leise wegmachen, weil die ballern dich doch alle weg. Leise, oi. Du kommst an den nicht ran. Wir machen das in der nächsten Folge, Freunde. Wartet noch, bis wir gespawnt sind. Genau. So, ich bin wieder da. So, Presse-Button, please. Okay. Ja, ich mach mal. Ich presse mal den Button ganz kurz. Ich bin so, als Abschlussfoto. Genau. Du bist echt ein Genie. Ich glaube, du nervst. Ich mach noch ein Foto. Ja, das war keine gute Idee, will ich mal so sagen. Es war ein Anfang. Okay, Freunde. Es war ein Anfang, aber du kommst auf jeden Fall, so kommst du an den nicht ran. Also müssen wir die Sneaky alle wegballern. So sieht das aus. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.